So, da sitze ich jetzt hier wieder und beantworte die nächsten 10 Fragen des Wahrheitstags. Falls du Teil 1 verpasst haben solltest, verlinke ich dir den hier oben nochmal in der Infobox. Einfach draufklicken und dann kannst du dir Teil 1 angucken, falls du den noch nicht gesehen haben solltest. Aber ich denke mal, du wirst ihn gesehen haben und hast jetzt gespannt darauf gewartet, dass Teil 2 online kommt. Mal gucken, ist dann so gesehen mein zweites Tag-Video. Also, ich weiß nicht, ob ich das gut gemacht habe oder so. Keine Ahnung. Ja, ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter mit Frage 11. Werbung am Anfang des Videos. Go oder No-Go? Und da gibt es von mir ein eindeutiges Go, denn es gibt ja auch diese Werbung, die mitten im Video ist. Und die ist sowas von nervig, weißt du, wenn du da auf einmal mitten im Video Werbung kriegst, obwohl gerade was richtig Spannendes passiert, dann denkst du dir auch, ey, Mann, Junge, warum schaltest du die Werbung in der Mitte des Videos? Das macht keinen Sinn. Na gut, bei so Livestreams oder was kann ich das ja noch verstehen, dass man dann ab und zu mal Werbung sieht. Aber bei so einem 7-Minuten-Video mitten im Video einfach Werbung zu machen, hey, was ist da los? Aber es ging ja darum, ob Werbung am Anfang in Ordnung ist. Und da finde ich auf jeden Fall, ist in Ordnung. Ist im Fernsehen ja auch so, dass da zig Werbeunterbrechungen sind. Und von daher ist in Ordnung. Ich finde diese Banner natürlich auch in Ordnung, die dann da kurz auffloppen, die du dann wegmachen musst. Aber Werbung am Anfang des Videos ist doch schon in Ordnung, finde ich. Zumal du dir die ja meistens nur 5 Sekunden angucken musst. Also, klares Go. Wie nah gehen dir negative Kommentare und Daumen runter wirklich? Und das ist für euch, denke ich mal, auch eine richtig interessante Frage. Denn genau du bist ja immer der dann den Daumen runter gibt bei dem Video. Nein, bei meinen Videos mit dem Daumen runter ist, ich kriege halt nie so viele Daumen runter und, meistens ist das dann ein Daumen runter und da denke ich mir dann auch, das ist bestimmt irgendein Typ, der mich nicht mag, der extra einen Daumen runter gibt und dann ist das gut, zumal die Videos ja meistens dann doch so um die 5 positive Bewertungen haben und da sieht man dann ja halt dran, dass das den meisten Leuten gefällt und wenn dann da einer und das bei jedem Video oder bei fast jedem Video den Daumen runter gibt, dann merkt man sich das natürlich und weiß, dass er mich nicht mag. Mit den negativen Kommentaren, da gibt es ja auch nicht so viele. Wenn, dann sind das ja eher Beleidigungen und da denke ich mir dann auch, Junge, okay, wenn du meinst, ist mir halt relativ egal und so. Ansonsten negative Kommentare gibt es ja gar nicht. Wenn, dann sind das ja wirklich nur diese ja, Hater-Kommentare und wenn die halt beleidigend sind, dann werden die auch gelöscht. Ansonsten interessieren die mich nicht wirklich und solange es ja, wie wollte ich das jetzt sagen? Es muss schon konstruktive Kritik sein, damit das für mich in Ordnung geht. Ansonsten denke ich mir auch, okay, wenn du meinst, tschüss. Sponsoring, was hältst du davon? Und das finde ich ist auch in Ordnung, denn irgendwie müssen sich die YouTuber halt finanzieren und vor allem irgendwelche Tech-YouTuber, wenn die dann halt gesponsert werden oder die Produkte vom Hersteller bekommen, um die zu testen, ist das natürlich auch vollkommen in Ordnung, denn man hat natürlich nicht das Geld, sich zig Handys für 700€ zu kaufen, nur um die zu testen und von daher, nein, ist schon ganz in Ordnung, solange man sich seine Meinung dadurch auch nicht beeinflussen lässt, irgendwie nur, weil die gesagt haben, so, wir kriegen jetzt hier das Produkt und so weiter und so fort und sagt, dass es toll ist und das ist toll und das ist toll, musst du sagen und das ist dann irgendwie verfälscht, aber ansonsten Sponsoring ist doch völlig in Ordnung, wenn die YouTuber dann auch über diesen Punkt hinaus tolle Videos produzieren können, weil sie halt gesponsert wurden und würden sie nicht gesponsert werden, würden sie wahrscheinlich irgendwann aus finanziellen Gründen diesen Kanal aufgeben müssen und von daher, ja, wie gerade eben schon gesagt, völlig in Ordnung. Bereust du irgendetwas? Bereue ich irgendwas? Das ist wieder so eine Frage, weißt du, aber nee, so spontan eigentlich nicht. Zumal ich mir wirklich immer gut überlege, welche Videos ich jetzt mache, welche Videos ich hochlade. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Ich habe immer so eine Liste auf meinem Handy, wo ich mir die Vlog-Ideen reinschreibe, alle und so weiter und so fort. Und dann an irgendeinem Tag, meistens ist das freitags, gucke ich mir die durch, gucke mir an, was mir da so Tolles von gefällt, worüber ich ein Video machen kann. Und das ist dann so gesehen schon das erste Auswahlkriterium. Also es kommen längst nicht alle Vlog-Ideen da irgendwie in die Vlogs. Ich habe so viele
Blog-Ideen gehabt, die ich nie in Videos umgewandelt habe. Also das ist unglaublich und von daher gibt es bei mir immer so gesehen eine Qualitätskontrolle und auch so spontane Ideen sind meist eigentlich auch immer relativ gut ausgegangen, ohne irgendwelche Konsequenzen. Von daher bereue ich so gesehen eigentlich nichts. Würdest du noch Videos machen, wenn du kein Partner wärst oder kein Geld dafür bekommen würdest? Ja gut, das ist jetzt glaube ich so eine Frage, die eher an die größeren YouTuber gerichtet ist, denn ich glaube in Teil 1 habe ich das schon gesagt, ich mache das als Hobby und von daher das Geld seltener fallen. Also von daher würde ich natürlich auch Videos machen, wenn ich kein Geld dafür bekommen würde. Wie wichtig ist der YouTube? Ja, und da muss man auch mal wieder unterscheiden zwischen dem Let's Play-Kanal und dem Vlog-Kanal. Und zwar ist das so, dass, beide Kanäle sind mir auf jeden Fall schon ziemlich wichtig. Auch das merkt vor allem immer vor dem Urlaub, hauptsächlich für den Let's Play-Kanal, wenn ich dann da Videos vorproduzieren muss. Da denke ich mir auch so, produzierst du jetzt vor oder sagst du einfach mal so, eine Woche lang kommt kein Video, aber das will ich auch nicht, weil es halt unfair gegenüber den Zuschauern ist, die diesen Kanal abonniert haben und dann natürlich auch Videos erwarten dürfen. Das ist natürlich deren Recht oder ist natürlich dein Recht, dass du Videos von mir erwarten darfst. Und von daher ist es mir doch schon ziemlich wichtig, auch vor allem für den Let's Play-Kanal vorzuproduzieren und beim Vlog-Kanal ist es ähnlich, da fühle ich mich auch irgendwie doof, wenn ich mal eine Woche kein Video gemacht habe und sehe dann auf jeden Fall auch zu, dass ich für die nächste Woche wieder ein Video habe, damit ich euch nicht noch öfter enttäusche. Beispiel kann sein, wie wichtig YouTube mir ist, ist, dass ich zum Beispiel immer mit dem Laptop zur Oma gehe, wenn wir Bundesliga gucken und nebenbei dann ab und zu mal meine Videos, also meine Let's Plays hauptsächlich schneide, damit die halt auch pünktlich online kommen können und daran sieht man, glaube ich, wie wichtig mir YouTube ist. Also ich lege da echt ziemlich großen Wert drauf, dass die Videos auch einigermaßen regelmäßig kommen. Bei dem Vlog-Kanal, wie gesagt, ist in letzter Zeit so ein bisschen der Hänger drin, liegt aber auch daran, dass ich im Moment nicht so tolle Ideen habe. Ich hätte natürlich ein paar Follow Me Arounds jetzt in den Ferien machen können, aber das will ich auch nicht, dass das hier hauptsächlich ein Follow-Me-Around-Kanal wird, wo jede Woche ein neues Follow-Me-Around kommt, wie ich, keine Ahnung, da und da bin und dann in England bin und dann da durch Köln laufe und dann in Amsterdam bin. Das will ich nicht, das soll hier so ein Kanal bleiben, wo ich wirklich über Themen, die mich gerade interessieren, spreche und ab und zu mal ein Follow-Me-Around kommt. Welchen Rat würdest du YouTube-Anfängern geben? Ja, das ist, glaube ich, auch eine Frage, die nicht wirklich an mich gerichtet ist. So gesehen bin ich ja auch noch irgendwie ein Anfänger, aber mein Tipp ist einfach weitermachen. Gar nicht so doll auf die Zahlen und so achten. Einfach machen, macht, was dir Spaß macht und am Ende wird es schon irgendwie belohnt. Das sehe ich auch hauptsächlich an den Follow Me Arounds. Weißt du, die machen sonst Spaß, dann mache ich einfach. Ist mir erstmal relativ egal, wie die ankommen, deswegen gab es auch keinen Gamescom-Vlog dieses Jahr, denn der wäre garantiert sehr gut angekommen, schätze ich. Von daher, mach einfach das, was dir Spaß macht, mach es mit Leidenschaft. Man muss dir auf jeden Fall anmerken, dass es dir Spaß macht und deswegen, wie gesagt, kommen auch nicht so häufig Vlogs, denn wenn ich mich nicht danach fühle und irgendwie heute keinen Bock habe, einen Vlog zu machen, dann wird er auch nicht gut und von daher, sieh zu, dass du gute Videos machst und ich weiß, Clickbaiting und so weiter und so fort, habe ich auch mal ein Video drüber gemacht. Das kann man nicht beeinflussen, aber komm, solange es dir Spaß macht, mach Videos und achte nicht auf die Zahlen. Was müsste passieren, damit du mit YouTube-Videos aufhörst? Und ich glaube, da müsste echt wirklich viel passieren. Also, ich habe tatsächlich schon mal daran gedacht, den Let's Play-Kanal aufzugeben, als mal zeitlang es mit den Abonnenten nicht so gut lief. Dann denkst du dir natürlich auch, warum sitze ich hier gerade und nehme Let's Play auf, wenn das sowieso nur, keine Ahnung, 20 Leute gucken und keine Abonnenten dazukommen. Aber irgendwie ist dann doch die Motivation wieder da, weil dann, das war im Sommer 2015 nämlich, da war halt mit FIFA 15 nicht mehr viel los und so weiter und so fort und irgendwie gingen die Klicks in den Keller, keine neuen Abonnenten, weil kein neues Let's Play Projekt, keine neuen tollen Spiele auf dem Markt und dann habe ich mir gedacht, so, gibst du jetzt auf oder
Und dann habe ich überlegt, bald kommt FIFA 16 raus und dem macht das ja echt Spaß. Und von daher bin ich dran geblieben und das hat sich dann auf jeden Fall mit FIFA 16 wieder gelohnt. An dem Wochenende habe ich dann, glaube ich, auch wieder 15 neue Abonnenten gemacht, als FIFA 16 rauskommt. Und dann läuft das Video wieder und es geht weiter. Aber ansonsten, was müsste passieren, dass ich mit YouTube aufhöre? Ja, ansonsten wäre das dann halt irgendwie der Zeitfaktor, aber kann ich mir im Moment auch noch nicht so wirklich vorstellen, dass ich keine Zeit mehr habe, YouTube-Videos zu machen. Und von daher könnt ihr, glaube ich, noch, oder müsst ihr mich noch relativ lange ertragen hier auf YouTube. Würdest du dich selbst abonnieren? Ich selbst abonnieren, ist das echt so? Einerseits, weißt du, denkst du dir, gut, vor allem wenn du klein bist, denkst du dir, ja komm, so als Starthilfe kannst du ja vielleicht mal den Abo-Button drücken mit deinem, keine Ahnung, mit deinem Handy-Account, aber irgendwie, ich weiß nicht, also ich habe es nicht gemacht, denn ich finde, es verfälscht ja auch irgendwie die Zahlen, weißt du, wenn du, vor allem wenn du so klein bist und sagen wir mal nur 20 Abonnenten hast und wenn dann da, weiß ich, 7 Abonnenten irgendwie nur von deinen Zweit-Accounts und so weiter und so fort sind, dann verfälscht das ja irgendwie die Zahlen und vor allem auch bei so einem kleinen Kanal die View-Zahlen, da merkt man es natürlich dran. Und von daher sich selbst abonnieren mag am Anfang vielleicht ziemlich verlockend sein, aber habe ich gelassen, habe ich nicht gemacht und auch jetzt mache ich das nicht. Warum sollte ich auch? Hast du diesen Tag absolut ehrlich beantwortet? Gegenfrage, warum soll ich den Tag nicht ehrlich beantwortet haben? Hallo, warum soll ich euch denn verarschen? Vor allem ich als kleiner YouTuber, was soll ich euch denn da voll lügen von wegen, natürlich hat man mal überlegt, soll ich das wirklich sagen, soll ich lieber was anderes sagen, aber letztendlich warum? Und von daher habe ich diesen Tag ehrlich beantwortet und ich würde mich über eine ehrliche Meinung von dir unten in den Kommentaren oder per Daumen nach oben oder unten freuen als Feedback. Ansonsten deine Meinung zu diesem Tag gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Soll ich öfter solche Tag-Videos machen oder bevorzugt ihr doch eher Frag Philipp ab damit unten in die Kommentare. Ansonsten kannst du dir hier oben nochmal Teil 1 angucken, falls du es vorhin noch nicht getan haben solltest oder letzte Woche das Video aus was für welchen Gründen auch immer verpasst haben solltest. Ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich nächsten Sonntag, wie immer um 17 Uhr, zu einem neuen Vlog hier auf diesem Kanal. Danke fürs Zuschauen bei diesem Vlog und bis dann. Tschüss!